Hallöchen, herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4. Lass uns einfach mal direkt weitermachen. Wobei, bevor ich jetzt direkt wieder das Spiel weiterlaufen lasse. Ja, klar, genau. Ach so, okay. Laufender Reißvorfall. Genau, hier müssen wir langsam mal gucken, ob wir nicht hier irgendwas machen können. Es sind wahnsinnig viele Fürsten dagegen. Ich bin immer noch so daran interessiert, warum zum Teufel sind so viele Fürsten dagegen? Aber gut, genau, was geht sonst so ab? Ich glaube, Savoyen war im Krieg mit Saluzzo, wenn ich mich nicht irre. Genau, Eroberung von Saluzzo, okay. So, dann habe ich dir schon befohlen. Nee. Doch, ja, genau, stimmt. Die habe ich befohlen, dorthin zu gehen. Okay, genau. Und du solltest dich hier in Stellung bringen, da wir als nächstes gerne Bosnien und Herzegowina angreifen wollten. Nee. Quatsch, sorry. Bosnien und Serbien. Die beiden wollten wir demnächst angreifen. Serbien. Nein, okay. Serbien ist mit Herzegowina und den Byzantinern noch verbündet. Das ist nicht so eine gute Sache. Wobei es irgendwie schon echt sehr lustig wäre, die Byzantiner zu vasallisieren. Sie haben noch bis 1507. Ah, okay, aber ich glaube nicht, dass ich in 47 Jahren stark genug bin, den Osmanen auf die Schnauze zu hauen. Wäre natürlich trotzdem sehr lustig, ne? Hier dann einfach mal hier so schön sich das Byzantinische Reich freizulassen, die von Anfang an als Vasallen zu haben. Hat ja bei Russland gut geklappt. Okay, so, machen wir das so. Checken wir mal nebenbei nochmal Venedig. Wie war das hier? Ja, na klar, Litauen und Neapel als Bündnispartner. Das können wir uns direkt sonst wohin schieben, die Vorstellung, die eventuell anzugreifen. Und mit Mailand hatte ich jetzt doch erstmal das Bündnis aufrechterhalten, ne? Genau. Genau. Bündnisangebot von Burgund lehne ich trotzdem erstmal ab. Habe ich eigentlich echt immer noch nicht so aktiv Interesse dran. Ja, wir sind mit Pfalz und mit Mailand, aber dafür haben wir ja auch immerhin schon Ungarn als Personalunion. Oh, aber Böhmen würde jetzt ein Bündnis annehmen. Ist halt auch die Frage, ob ich nicht. Naja, wir haben auch eine Staatsehe mit Böhmen, ist halt eigentlich auch bescheuert. Ich weiß nicht, ob sich das langzeitmäßig lohnt, Böhmen lieber als Verbündeten zu haben oder sich die Möglichkeit offen zu lassen, die irgendwann zu erobern. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Muss zugeben, mir fehlt nochmal das Wissen, wie das nochmal funktioniert hat, jetzt hier Ungarn als Personalunionspartner. Ich bin ja derjenige, der die Ansprüche auf Bosnien hat. Ich müsste, wenn ich mich nicht irre, trotzdem dann hier Gebiete erobern dürfen. Was auf jeden Fall halt auch der Plan wäre. Das ist sehr schade zu sehen, dass die Osmanen so früh schon Kosovo erobert haben. Kosovo. Nationalisten hier. Ja, deren Krieg hat auch diesmal leider gar nicht so lange gedauert, ne? Weil Venedig nicht mit, sich nicht zum Beispiel mit den Venezianern verbündet hat. Passiert ja auch ganz gerne mal. Und dann zieht sich dieser Krieg da wirklich teilweise echt sehr stark in die Länge. Ansonsten, wenn man es irgendwie hinkriegen würde, okay, einmal abberufen, wenn es irgendwie hinkriegen würde, zum Beispiel Ferrara in den Krieg zu bekommen. Das ist ja auch mit Neapel und dem Kirchenstaat. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Handelsdisput. Ja, nee. Auf gar keinen Fall. Ja. Aktuell sieht es ja ein bisschen knifflig aus. Sonst würde ich demnächst nur darauf achten, hier mich nach Bayern einfach nur zu erweitern. Koalitionen. Wie sah es da nochmal aus? Quatsch, falscher Reiter. Vermutlich schon gar nicht so ungefährlich, ne? Ah, wobei, wenn wir die alle mehr oder weniger in einen Krieg bekommen, sollte es auch kein Problem sein. Aber ich glaube, wir sind dann untereinander ein bisschen verfeindet. Okay, wir machen ein bisschen Minus, aber das ist okay. Und gleich bekommen wir ein bisschen Plus, weil wir Ungarns Land verteidigen. Damit sollte die Beziehung eigentlich mit Ungarn echt on top sein. So, wie sieht es denn hier mit Festungen in Bosnien aus?
Wieso ist eure Hauptstadt? Aber ihr habt keine weitere Festung. Und Serbien hat, wenn ich mich nicht irre, ja, ein stillgelegtes. Oh, das ist wichtig. Ein stillgelegtes Fort. Dann bewege ich dich lieber hierhin und hoffe, dass denen das nicht verrät, dass wir etwas vorhaben. Das wäre natürlich genial, dieses Fort direkt zu erobern. Ihr seid auch fertig hier. Dann würde ich euch nämlich hier direkt daneben stellen. Und dann würden wir das Ganze einfach schön blitzkriegmäßig direkt die Festung abnehmen. Das wäre, glaube ich, eigentlich auch schon das Nervigste. Ich glaube nicht, dass Serbien und Bosnien gegen mich in Ungarn groß viel was machen könnten. Und ich glaube, die Festung davor müssen wir auch nicht unbedingt anschalten. So, dann warte ich kurz, bis du hier in Cherem angekommen bist. Ich glaube, das sollte auch genügen, um dich aufzufüllen. Joa. Wir sind unsere Herrschernummer aus 332. Genau, und ich möchte auf jeden Fall noch genug Prestige ansammeln, um ungefährlich unseren Erben wegzuschmeißen. Der ist halt einfach echt Dreck. Es tut mir leid, aber 220 ist halt echt bescheuert. So, wie sieht es hier mit denen aus? Schweizerische 50% voll, 4% voll, und Chile und Salzburg brauchen noch ganz schön lang. 92,5 Jahre, 46 Jahre. Ich glaube, das passiert so schnell nicht. Und okay, wir sind hier. Ganz aufgeführt seid ihr noch nicht. Ihr solltet 11.000 sein, das ist aber okay. Und genau, meine Verbündeten machen nicht mit, das ist aber auch in Ordnung. Die Eroberung von Donji Kraji. Habe ich nur das als Anspruch, leider. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, wir werden das trotzdem nutzen, um uns ein bisschen mehr zu holen. Wie sieht es denn eigentlich in dieser Ecke hier aus? Minus 3, minus 13, beziehungsweise das ist ja für uns egal, weil die dann Waffenstillstand haben. Venedig ist ein bisschen angepisst über uns, aber auch das ist eigentlich okay. Albanien wird es danach sein, aber ich glaube, koalitionsmäßig sollten wir dort alles im Griff haben. Und dann sage ich mal, erklären wir euch direkt den Krieg. Ja, 5. Dezember. Ich glaube, bis dahin sollten wir es geschafft haben, darauf zu marschieren. Serbien ist dabei, das ist aber auch in Ordnung. Ach, die Kriegssteuern sind sowieso noch aktiv, weil ich vergessen habe, die auszuschalten. Du bitte direkt hier drauf. Und du bitte direkt hier drauf. Und dann gehen wir einfach nur Ungarn das Ziel, hier rauf zu marschieren. Ja, und unsere Festungen sind jetzt aktiv. Und ich denke mal, unsere Gegner werden nicht in den nächsten 19 Tagen darauf marschieren. Wow! Ganze 8000 Gegner. Bosnien hat nicht mal Reiter. Dann sollte das gar kein Problem sein. Wir gehen, glaube ich, mal hier lang und suchen direkt den Kampf. Dann können wir gleich die Hälfte dieser Armee einfach direkt vernichten. Zu schade, ich glaube, zu Serbien werden wir nicht durchdringen können. Dafür muss ja erst Smederevo fallen. Silberbergwerk Schwarz. Obwohl man bereits im 15. Jahrhundert neue Silbervorkommen im Schwarzer Bezirk gefunden hatte, wurde die Produktion bis heute nicht aufgenommen. Immer größere Mengen werden aus den Minen geschafft und mit einem jährlichen Abbau von 11 Tonnen gilt diese Gegend als größtes Silberbergwerk Europas. 11 Tonnen! Intal erhält Silberbergwerk Schwarz bis zum Ende des Spiels mit folgender Ausführung Handelszüge plus 1. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist definitiv positiv. Wunderbar, die haben wir direkt gewiped. Dann einmal kurz hier ein bisschen aufteilen, damit ihr gar nicht erst auf doofe Ideen kommt. Okay, Ungarn ist auch kurz davor, sich auf die Hauptstadt von Serbien zu stellen. Der Krieg läuft denkbar bestens. Ich glaube, da kann man sich echt nicht beschweren. Gott, noch 10 Tage, aber dann ist auch die Festung gefallen. Das finde ich klasse. Wir können Tech erforschen. Tempel. Warten wir damit erstmal? Nee, wobei, nehmen wir das jetzt mal schon. Ich glaube, es wird ja eh ein bisschen Zeit vergehen, bis wir diesen Krieg hier beenden.
Also ich glaube, der wird seine 1000 Mann hier noch fertigstellen. Das ist in Ordnung. Weiter möchte ich aber meine Truppen gerade nicht aufteilen. Genau, sehr schön. Jetzt ist mir der Revo gefallen. Jetzt gehst du bitte direkt hier hin und tötest den restlichen bewaffneten Widerstand. Und wir geben mal Ungarn weiterhin was zu tun. Der muss ja nicht mit beiden Armeen auf einer Festung draufstehen. Das ist erwartbar. Wobei, ach Quatsch. Machen wir uns jetzt vor, du teilst das hier auf und stellst sie schon mal auf ihre Hauptstadt drauf. Sollte sogar reichen eigentlich, wenn ich mich nicht irre. Ist eigentlich echt bescheuert, dass ich jetzt extra so eingeteilt habe, den mit einser Belagerung hier stehen zu lassen. Und ihn nicht eigentlich hier dann für die Hauptstadt Visoki einzusetzen. Aber das ist okay. Der Krieg sollte, wie gesagt, echt nicht zu lange dauern. Aber wir kriegen sogar noch gut militärische Macht gerade dazu, trotz aktivierter Kriegssteuern. Bosnien ist auch besetzt, wunderbar. Okay, Ungarn will wirklich mit beiden Truppen da drauf stehen. Dann stellen wir uns halt eben hier nach zu dieser Provinz so rum. Genau, die produzieren auch schon wieder fleißig nach. Das ist verständlich. Okay, und so hat man dann auch eigentlich ganz schnell mal auch einen Krieg gewonnen. Es kann natürlich auch so ablaufen, ohne dass wir zum Beispiel uns gegen Burgund verteidigen müssen, wo ich eine Armee einbüße, weil ich mich echt dumm anstelle. Ja. Okay, der Kaiser hat bis zum Jahr 1490 Zeit, so viele italienische Nationen wie möglich zu zügeln, damit diese im Reich bleiben. Ja, wir haben jetzt leider. Genau, müssen diese 10 Reichsautorität haben wir, glaube ich, verloren. Okay, ja. Also, wie sieht das Ganze jetzt aus? Das ist aktuell, ist das alles noch das Reich. Aber ich denke mal, nach 1490 sollten dann ja eigentlich all die Personen das Reich verlassen, die wir dann eventuell nicht gezügelt haben. Und da müssen wir jetzt gucken, wie zum Teufel wir das machen können. Theoretisch. Echt? Bretagne, Luca und Florenz würden helfen? Oh, das ist nicht so geil. Ich dachte eigentlich, wenn Savoyen jetzt etwas länger im Krieg ist, dass vielleicht seine Verbündeten eher nicht so Bock drauf hätten. Ich nehme an, meine haben gerade auch keinen Bock drauf, weil wir nicht sehen, wir fallen und zur Teilnahme an mehreren Kriegen. Und die Pfalz ist in einem anderen Krieg am Kämpfen. Mühlhausische Eroberung von Straßburg. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Ja, mit denen haben wir schon 6, schon 10 gefallen. Und mit Mailand erst 2. Okay, also, na, wobei. Vielleicht trotzdem mal gucken. Vielleicht werden wir trotzdem spontan noch irgendwie mehr oder weniger Savoyen an Krieg erklären. Nice ist besetzt worden. Wann wird hier eine Truppe fertig sein? Am 1. April? Ich glaube, ja, du kommst am 15. März an. Das sollte also auch früh genug geschehen. Seuchenausbruch bei den Ungarn ist okay. Hat er ein bisschen Belagerungsskill? Ja, hat er. Okay. Es wird nach Durchgangsrechten verlangt. Von Litauen unter anderem. Krieg mit Riga. Litauische Eroberung von Riga. Ich wüsste nicht, was du damit anstellen willst, aber von mir aus nimm das gerne an. Einfach ein bisschen gut stellen. Das sieht sehr gut aus. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das sieht alles so wirklich wunderbar aus. Wir haben noch eine weitere Tech, die wir erforschen können. Ja, es sollte Militärtech sein. Ich wollte gerade sagen, warten wir kurz darauf, bis die Provinzen hier besetzt sind. Und dann nehmen wir auch die gerne. Oh, sehr schön. Mauerbruch hier wieder. Ja, wie gesagt, also es muss echt so sein. Mauerbrüche sind vermutlich echt gut häufig jetzt geworden. Und da haben wir auch Zeta besetzt. Wunderbar. Dann nehmen wir jetzt die neue Tech-Stufe an. Und befinden uns tatsächlich eine Weile voraus in der Technologie. Ging schon mal ein Friedensangebot von Serbien. Was bieten die uns an? Ich glaube, keine einzige Provinz, oder? Nee. Das können wir natürlich nicht tun, denn sonst seid ihr ein gefundenes Fressen für den Osmanen. Ja, und die Deep Tech hier nehmen wir auch direkt an. Yay, Leute, wir können Gebäude bauen.
Wir sind in der Lage, diverse verschiedene Gebäude zu bauen. Wir können Marktplätze bauen, wir können Kirchen bauen. Schön. Jetzt müssten wir irgendwann nur noch oft genug auch Geld dafür haben. Du gehst mal auch hier hoch nach Raska. Okay, Nachschubmangel schon wieder in der Hauptstadt Serbiens. Das sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, ich kann Serbien nicht rauspießen und mir was von denen nehmen. Natürlich hat lustigerweise Ungarn nur Ansprüche auf das Osmanische Reich und die Walachei und nicht auf Serbien selbst. Knifflig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass ich dafür sorgen möchte, dass ich die wirklich einfach nur rauspieße, ohne Land von denen zu nehmen und mir dafür umso mehr von Bosnien zu nehmen. Ich weiß nicht. Moment, wir haben doch durchaus auch schon mal eine Mission wegen sowas, oder? Wegen dem bosnischen Gebiet hier. Wo hatten wir das denn? Imperiale Vorherrschaft? Nee. Hier unten war es doch, oder? Die Ungarnfrage sichert Kroatien. Genau, wir brauchen 7 im Besitz befindliche Provinzen mit einer der folgenden Punkte: Dalmatien, Kroatien und Slawonien im Gebiet. Okay, das ist nur bei Donji Kraji der Fall. Alles andere gehört Venedig oder halt aktuell noch Ungarn. Das heißt, die können wir eh nicht erfüllen, die Missionen. Jetzt nicht, zumindest. Wieder ein solchen Ausbruch bei euch. Das ist ein bisschen unangenehm, Leute. Das ist ja nicht so schön angenehm. So, wir können ja mal gleich einfach so ein bisschen nebenbei gucken, was geht im Rest Europas ab. Ist Venedig jetzt ein wenig angreifbarer? Ich meine, Neapel ist theoretisch immer noch im Krieg. Litauen ist jetzt in einem Krieg. Wie sieht das da bei euch aus? Neapel wäre immerhin nicht dabei. Mantua immerhin auch nicht. Nur Augsburg, aber halt auch Litauen. Und Litauen ist mir dann leider ein bisschen zu heftig. Wie sieht es mit dem Rest aus? Neapel? Ja, mehr Kriege, sehr viel mehr Gründe dagegen. Und Mantua gerade so. Weil sie sich bedroht fühlen. Das wäre auch mal ein schönerer Grund, das öfter zu haben. Aber ich nehme an, andersrum funktioniert das leider nicht. Nein. Wie sieht es sonst hier so im Reich aus? Ingolstadt ist ja. Den gehört noch, genau, den gehört noch Donauwörth und sie sind verbündet mit Regensburg. Das ist eigentlich wahnsinnig schwach. Das ist eigentlich eine sehr interessante Idee. Ich habe sogar Ansprüche auf beide Gebiete, auf Donauwörth und Wasserburg. Regensburg würde mitmachen. Die haben gerade nur 8. Die haben beide keine Reitereinheiten? Okay. Das ist ja schon fast zu köstlich. Einziges Problem ist dann halt natürlich, dass auf jeden Fall am Ende München und Landshut noch übrig sind, um eventuell eine Koalition zu bilden. Und das wollen wir natürlich gerne vermeiden. So, okay. Zwischenzeitlich haben wir jetzt mittlerweile Ungarn aufgeholt. Nur ohne den Mauerbruch. Der Krieg hier läuft auch immer noch an. Du wolltest doch eigentlich nur Saluzzo erobern, oder? Warum dauert das so lang? Militärzugang aus München. Sind im Krieg mit Memmingen und Landshut. Das ist eine gute Sache für uns. Was ist hier sonst noch so los? Frankreich, hast du mal wieder einen Krieg? Nö. England, was machst du so? Auch nix. Ich nehme an, wir haben einen solchen Ausbruch erlebt. Ja, haben wir. Ungarn ist tatsächlich doch noch weiter gestiegen. Okay, sehr schön. Stettinische Thronanwärter. Polnische Magnatenrebellen. Okay, heftig, Dänemark. Ja, Moskau ist ein bisschen am Erobern. Das sollte aber auch echt nicht zu sehr überraschen. Okay, ja, sehr, sehr viel weiter können wir aktuell noch nicht gucken. Der Osmane breitet sich hier ein bisschen aus, okay. Muss uns dann auf jeden Fall bald etwas beeilen. Dass vielleicht der Ungare daran denkt. Wait, auf die Walachei hat er ja schon Ansprüche. Und die Walachei hat keine Verbündeten.
Das kann man doch nutzen. Die haben eine Festung und eine Hauptstadt. Die ist gerade leider im Stand gehalten. Das ist schon mal ein Ding. Aber was spricht eigentlich dagegen, denen direkt nochmal den Krieg zu erklären? Ich habe jetzt 18.000 Truppen eigentlich frei, die ich dafür einsetzen kann. Ist doch eigentlich schon was drin, oder? Ungarn hat, wie gesagt, nochmal auf alles hier in Anspruch, ne? Ja. Ich nehme an, mittels einer Mission, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja auch mittlerweile sehr praktisch. Das kann ich ja hier einsehen. Ja, wunderbar. Kontrolliert die Walachei haben sie. Alle Provinzen im Besitz. Ah, okay, die können sie. Ist keine untergebene Nation. Schade, die können sie nicht abschließen, die Missionen. Okay, aber auf Serbien und Raska ist eh unbedeutend. Auf diese Gebiete hier. Naja. Gibt es was Interessantes, das sie sonst haben können? Kontrolliert Moldawien. Ja, schade. Sehr viel mit der Gebietseroberung beläuft sich darauf, dass sie keine untergebene Nation sein dürfen. Habe ich aktuell noch einen freien Anführer? Habe ich tatsächlich? Vielleicht warte ich trotzdem kurz ein ganz klein bisschen erst, bis das hier mit Serbien und Bosnien vorbei ist. Aber ab da an ist das doch schon mal eine Idee. Einzig schade ist, dass die Walachei so beschaffen ist, wie sie ist. Einfach jedes Gebiet außer Targowieste ist halt mit dem Osmanen benachbart. Und das Ziel wäre natürlich, ihn so möglichst sehr davon abzuhalten, hier irgendwas zu erobern. Ja, Moldawien ist leider eine Mark Polens. Ich glaube, da kommen wir nicht so schnell ran, um da was abzugreifen. Wer kommt hier an? Lübeck? Ist ja interessant. Was willst du dort? Du bist aber nicht mit dem Krieg hier, oder? Nee, ich wollte gerade sagen. Lübeck, Lübeck, Lübeck. Verzeihung. Ja, danke. Ah ja, du bist Verteidiger gegen Litauen. Du bist auf Rigas Seite. 57% hier. Es ist nur eine Hauptstadt, Jungs, ne? Macht euch mal nicht so. Stellt euch mal nicht so an. Ja, mal gucken. Vielleicht pieße ich Serbien trotzdem einfach mit raus und also mit im Bosnienkrieg und gebe dann einfach vielleicht Smederevo an Ungarn. Vielleicht? Knifflig. Weiß ich nicht. Oh ja, da scheint jemand den Braten zu riechen. Die Walachei erstellt ihre Armee. Wie sieht es bei dir denn aus mit Soldaten? Walachei. 5000. Ich will natürlich auch nicht den Osmanen zu sehr provozieren, ne? So, das armeemäßig ist der aktuell noch so ein bisschen sehr weit über mir. Sehr schön. Okay, das hätten wir. Dann würde es jetzt, glaube ich, ganz angemessen sein, wenn wir diesen Krieg hier erklären wollen. Und dann sagen wir mal, es geht um die Eroberung von Severin. Severin ist nicht in der Festungszone von Giogo und es ist auch nicht Targoviste. Und man kann natürlich auch gucken, ne? Ich meine, sie haben Ansprüche auf das gesamte Gebiet. Vielleicht riskieren wir es einfach so weit, dass wir einfach sagen, okay, wisst ihr was? Wir schnappen uns einfach die gesamte Walachei. Weil, um ehrlich zu sein, wen kratzt es, ob das dem Osmanen nicht gefällt. Ich meine, wir sind noch keine Rivalen. Nee, aber sie mögen mich trotzdem nicht. Aus irgendeinem Grund darf ich der Osmane anscheinend von Anfang an als Rivalen nehmen. Raubritter. Plus ein Grundsteuer. Oder ein Grundproduktion. Triest. Das ist doch. Das ist. Nein. Das hier ist Triest. Triest ist auch noch Fisch. Nee, dann leisten wir uns das mit dem Adel. Ist, glaube ich, ganz gut. Dann müssen wir extra nicht riskieren, dass einer von den beiden unloyal wird. Oder illoyal, eigentlich eher gesagt. So, nach Busau dürfen wir leider nicht, um den Rest dort wieder wegzuschnappen. Aber direkt 2000 eingetütet. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Anfang. 42% hier, komm schon. Lebensmittelknappheit. Schade drum. 815 Mann noch in den Mauern. Immer noch sehr, sehr gefährlich. Allein schon, wenn wir nur 2000 Fußtruppen haben, um da irgendwas zu machen. Ja, wie gesagt, ey, Venedig hat sich verdammt gut abgesichert mit Bündnissen.
Ist echt bitter, Litauen und Neapel. Zumal Neapel ja auch einfach gerade noch nicht mal mitmachen würde. Dieser Krieg hier dauert vermutlich noch eine halbe Ewigkeit, weil das hier Aragorn nicht reichen wird, um zu sagen, wir schließen jetzt den Frieden, weil ihr gewonnen habt. Das ist eine gute Idee, Ungarn. Das hier eigentlich weniger. Frankreich hat Burgund den Krieg erklärt. Na, endlich. Sehr schön, sie gehen direkt nach Oltenien, dann bleibst du hier eigentlich einfach nur stehen. Ja. Und dann warten wir jetzt in einem weiteren Krieg nochmal, dass das hier einfach nur zu Ende geht. Schön. Macht das einen Unterschied, ob Severin unter meiner Kontrolle ist oder unter seiner? Nein, okay. Ich weiß, das mag manchmal echt immer wie total dämliche Fragen klingen, aber manchmal gleitet mir sowas wieder, das Wissen darüber. Ob das jetzt durchaus auch hätte als neutral gelten können, weil es ja schließlich für Ungarn ist, die Eroberung, und nicht für mich. Insofern, ja. Ich bin halt der Overlord, aber naja. So. Das ist auch sehr interessant. Burgund würde das Angebot eines Bündnisses jetzt nicht annehmen, weil ich mich im Krieg befinde. Das ist ein Angriffskrieg von mir aus. Das ist absolut kein Problem eigentlich. Ich habe absolut keine Rechte, sie einzuladen. Sie hingegen sind allerdings gerade von Frankreich angegriffen worden. Das sollte eigentlich in ihrem Interessenbereich liegen, von irgendwem eventuell halb beschützt zu werden. Sie haben nämlich keinen Bündnispartner. Sie haben Lüttich eine Warnung zukommen lassen und das war's. Sind mit mir verheiratet und haben ihre drei Perso-Partner. Okay, dann könnte es jetzt ja sein, dass das gut für uns werden kann, wenn Frankreich die so ein bisschen fertig macht, dass wir davon ein bisschen was bekommen. Das wäre natürlich gut. Das würde uns einen schönen kleinen Sprung direkt nach vorne katapultieren und auch dazu verhelfen, diese Mission dort eher zu vervollständigen. Ihr seid auch zufälligerweise nicht, ne? Ihr habt nichts mit Kastilien zu tun, okay. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz auswendig, wie diese Regelung dafür funktioniert, aber ja. Was kann euer General hier so? 3-4-4, gar nicht übel. Vlad Tepes ist es übrigens. Auch sehr interessant. Ja, sehr schön. Okay, Visoké ist schon mal gefallen. Dann geh du mal einmal bitte hier hin. So, jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Donji Kraji ist nur eine Mission wichtig, aber ich denke mal, früher oder später wollen wir sowieso uns hier schön ausbreiten in den Balkan hinein. Klassischer Österreicher-Move halt natürlich, ne? So, also das Ding ist, wenn ich mit Serbien selber Frieden schließen möchte, kann ich vermutlich. Kann ich doch? Natürlich, ja, trotzdem, weil. Klar, wenn das hier mit Bosnien funktioniert, dann ja auch hier. Daran ändern ja. Nach welchem Wort suche ich hier? Daran ändern ja Ansprüche nichts. Sie würden nur um einiges die aggressive Expansion vermutlich erhöhen. Allein schon hier zwischen 1 und 10. Und genau, das kostet natürlich einiges an Macht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. In dem Fall hätte ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit mit den Frieden schließen können. Okay, in dem Fall gibt es schon. Na, nee, das ist mir ein bisschen zu krass. Aber ich glaube, die Festung hier unten hätte ich tatsächlich ganz gerne. Das sind aber auch schon wieder 29 aggressive Expansionen. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, ich riskiere das jetzt so. Und möchte natürlich ein bisschen Kriegsreparationen von dir haben. Jetzt irgendwas Interessantes. Die Bündnisse sollst du bitte nicht aufgeben. Das ist eine ganz schöne Sache. Aber die Rivalität, würde ich sagen, gibst du bitte auf, damit wir ein bisschen was davon haben. 88. Und eigentlich würde ich noch sagen, deine ganzen 24 Dukaten. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist für 6 Kriegspunkte stand, oder? Nope. Okay. Dann pießen wir jetzt auf jeden Fall Serbien raus. Das ist auch neu, dass er auch währenddessen schon dann das Rauspießen macht. Ich war ja eigentlich im Pausemodus. So, jetzt haben wir das hier gemacht. Genau, schon das ist jetzt mittlerweile neu. Man kann überall Handelshäuser machen. Ich würde gerne einmal die Unruhe erstmal verringern. Weil das nämlich noch eine ganze Weile dauern wird, bis ihr gekort seid. Und dazu kommt schließlich, dass ihr
orthodoxen Glaubens seid. Also glaube ich, wird es eine ganze Weile dauern, bis wir uns hier verstehen. Genauso wie mit den restlichen Provinzen hier. Das ist alles orthodox, ne? Nee, Don Jikaji ist immerhin katholisch. Das ist ja immerhin schon mal ein kleiner Vorteil. Das heißt, wir dürfen demnächst, werden wir dann auch endlich von unserem Missionar etwas Gebrauch machen können. Ist doch schön, Leute, oder? Okay, aber damit klärt sich auf jeden Fall schon mal, dass wir, nein, wir werden nicht ganz Bosnien auf einen Schlag erobern. Das halten wir, glaube ich, nämlich nicht aus. Man kann also die Söldnerkompanie, Levendi, sie kämpfen in der Schlacht, okay. Okay, wir können ein paar Söldnerkompanien anheuern. Werden wir aber nicht. Stattdessen werden wir etwas bauen. Wir können ja nämlich, wie gesagt, jetzt die ersten Gebäude bauen. Auf jeden Fall Handel und genau, einmal nach Wien. Punkt. Das ist es. Mehr machen wir nicht. Sehr schön. Nachschubmangel in Targoviste. Wir sind bei 0%. Das kann auch eigentlich nur noch ein bisschen dauern. Und diese 6000 Leute dort sollten uns auch keine Gefahr sein. Der Osmane ist immer noch im Kämpfen mit Trapezunt. Mit wem ist Trapezunt dort verbündet? Theodoro und Imerezien. Ich denke mal, das erklärt, warum das noch nicht so weit ist. Bestechung ist keine unbekannte Praxis und mit der richtigen Geldsumme können wir vielleicht einen Kardinal dazu bekommen, einen religiösen Orden zu infiltrieren. 5 Papsteinfluss, 5 Prestige oder 10 Papsteinfluss. Ich glaube, ich hätte tatsächlich das Prestige lieber. Sind Theodoro und Emeretien auch im Krieg mit ihnen? Ja. Emeretische Thronanwärter haben wir hier. Aber auch die sind dabei. Okay. Oh Mann, ey, das passiert so oft. Die iberische Hochzeit. Aragon hat den Krieg gegen Neapel verloren, hat sogar hier noch ein Stück verloren. Aber sie sind auf die iberische Hochzeit eingegangen. Also die Personalunion existiert trotzdem hier zwischen Castilien und Aragon. Aber ich denke mal, sie haben durchaus einen der schwächeren Staatsseid überhaupt unternommen. Unrechtmäßiges Gebiet. Mainz. Was hast du dir denn genommen? Fulda ist, glaube ich, das Gebiet, das euch nicht gehören sollte. Wem gehört denn Fulda? Also, wem gehört es denn eigentlich? Thüringen oder Würzburg? Das nagt wieder. Tut es nicht? Dann würde es tatsächlich einfach sein lassen. Oder war Fulda ein eigenes Fürstentum? Nee, Quatsch, dann hätte es ja hier angezeigt. Nee, Hessen hat einen Anspruch darauf, Mainz erhält einen Anspruch auf diese Provinz. Die sind ja auch gerade darauf, das zu kornen. Und ich glaube, Würzburg gehört es ursprünglich. Aber dann lass uns da mal ein bisschen drauf verzichten. Weil Mainz ist ein Kurfürst, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Genau. Und Würzburg ist es nicht. Auch genau. Dann heißt das für mich, dass Mainz gerne tun und lassen darf, was sie möchten. Aber wir sollten mal auf jeden Fall darauf achten, ein bisschen die Beziehung zu euch zu verbessern, oder? Ihr sollt mich ja schließlich bei der nächsten Kaiserwahl wählen. Ist auch sehr interessant. 186 ist ihre Meinung von mir und das reicht dafür, dass sie neutralen Dingens über uns sind. Na, wenn ihr meint. So, alles hier auf Meinungsverbesserung. Ungarn lasse ich mal aktuell. Ich brauche jetzt gerade im Moment nicht unbedingt irgendwo einen Diplomaten. So, wie sieht's aus? Serbischen Nationalist, was sagst du? 6,2 Jahre trotzdem, also eigentlich noch recht lang. Ist schon mal sehr gut. Und ja, ich weiß, es ist wirklich hier vielleicht ein bisschen übertrieben immer, aber ich halte mir das manchmal ganz gerne so, um dann lieber darauf zu warten, bis diese Kernprovinzen hier fertig sind. 10,5%, erst am 3. April in 3 Jahren. Oh Mann, okay, es kann echt sein, dass wir den Walachei-Krieg davor beendet haben. Es sieht sogar ganz positiv gerade aus. 0% und 14%. Und ich glaube, ich werde Ungarn das überlassen, sich am Ende um die Walachei-Truppen zu kümmern. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich die gesamte Walachei einfach nehmen werde. Ich glaube nicht, dass das eine gute Sache wäre. Wir nehmen Rebellen gar nicht so tatsächlich. Ja, weil ich meine, Ungarn hat immer einen Anspruch auf alles, ne? Aber die drei hier unten sind schon ganz schön nah dran. Obwohl Serbien haben wir vermutlich noch 10 Jahre lang Waffenstillstand. Bis dahin sinkt das eine ganze Weile. Wir haben sehr viel Prestige. So, wie sieht's aus? Orléans durch Burgund besetzt, aber Charolais und Nivernais sind bereits an Frankreich gefallen und ich nehme an, ihr sitzt. Okay, hier sitzen auch nur 42.000 Truppen drauf. Ja, dann ist das ja. Ne, das ist ja bald Kinderspiel. Saluzzo ist endlich gefallen, anscheinend. Gehört jetzt zu Savoyen. Okay, ist sonst noch irgendwas passiert? Nö, 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 nö. Oh ja, doch. Jogo ist gefallen. Schön.
Gehen wir mal direkt in Ungarn. Die Festung möchte ich jetzt nicht unbedingt bezahlen. Wir können ja theoretisch eigentlich alles erstmal schon mal direkt in Ungarn geben. Und, ja. Okay, aber das war's auf jeden Fall jetzt erstmal. Und dann geht es erst am morgigen Tage weiter. Und dann seht ihr, was uns das für Konsequenzen entgegenbringen wird, uns den ganzen Chunk hier unten entlang zu erobern. Aber vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm. Bis dann, Leute.